Okay. You do it. You. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Ex on the fucking Beach, wie Roxy oder Selina oder wie die dort alle heißen, die Begrüßung gestartet haben. So, ihr habt richtig gehört, Ex on the Beach geht in die zweite Staffel und diesmal wird sogar in Mexiko gedreht. Sag mal, da war ich auch kurz überrascht. Hat die erste Staffel so viel Cash eingespielt oder was? Was ist denn da los? Ich weiß nicht. Also das kam für mich auch übelst überraschend, weil ja auch Are You the One und alles halt in Europa irgendwo, Griechenland, keine Ahnung, gedreht wurde und jetzt fliegen sie einfach mal nach Mexiko. Okay. Okay, genau, so, also es ist wild. Welche Kandidaten kennen wir schon? Leute, wir sagen jetzt direkt zum Anfang, wir haben noch keine Namen drauf. Ihr kennt das Prozedere. Nee. Welche Namen wir aber kennen, sind Till, Tessa. Oh, Till, also wir haben ihn ja, ich habe ihn ja jetzt lange nicht mehr richtig verfolgt, ne? Also auch eigentlich überhaupt nicht, auch bei Bauer sucht Frau nicht wirklich. Nee. Und habe gedacht, vielleicht bin ich ein bisschen runtergekommen. Aber wir dann auch gleich ja mit Anna und dann noch mal, dann wurde ja noch mal gezeigt, sein kleiner Heiratsantrag bei Temptation Island. Das habe ich ja auch schon wieder vergessen, dass das stattgefunden hatte. Ja. Und hat er nicht sogar auch gesagt, ja, meine kleine Hanna und so, ich wurde ja schon, ich war ja schon dreimal von ihr blockiert und ich würde es auch noch, ich würde es mal drauf anlegen. Vielleicht schaffe ich es ja noch mal. Alter, nee. Nee. Nein. Dann haben wir Roxy. Und Roxy kennen wir schon von, ich weiß nicht, Temptation Island Staffel 2. Dann die Temptation Island VIP, wo sie dann mit Kelvin war, was ja eine absolute Luftpumpennummer war. Dann hat sie aber in dieser Staffel Shay, also wie die diesen Namen ausspricht, das macht mich so fertig. Könnt ihr das mal flippen? Also, da ist sie dort mit Shay rausgegangen. Sie sagt ja zu ihm, Shay ist der Stripper mit dem Tripper. Genau, das und dass es nicht so gut auseinandergegangen ist. Und als wir Ende letzten Jahres über Temptation Island VIP gesprochen haben, haben wir auch eine Nachricht von einer vermeintlichen Ex-Freundin erhalten, die uns dann auch so ein paar Infos gedroppt hat. Unangenehm. Und Roxy hat natürlich auch diese Folge gesehen und war dann so, was? Nein, davon weiß ich alles gar nichts. Oh Gott, ey. Also ich bin richtig gespannt. Oh Gott, aber stell dir das mal vor, ey. Oh, das tut mir aber schon trotzdem auch leid für sie. Also absolut, natürlich. Ja. Also du kannst ja von ihr halten, was du möchtest, so, aber das wünscht dir ja trotzdem niemanden. Nee. Und vor allen Dingen, weil unsere Besprechung war ja Monate nach der Aufzeichnung. Ne? Ja. Also ich bin richtig gespannt, was da noch passieren wird. Oh also Gott. Wie da noch die Fetzen fliegen. Aber erstmal ist Roxy ja mit Till beschäftigt. Sagt zwar, dazu brauche ich 6 Promille, bevor ich da was mache. Aber irgendwie war sie nach dem zweiten Glas, wahrscheinlich hat sie einen Flurry on the Rocks getrunken, war sie schon am Stress. Da gab es auch mal, wir reden jetzt einfach so drüber. Da gab es einfach schon mal einen kleinen Schmatzer vom Till, einfach drauf gedrückt. Ja. Die Roxy hat auch selber gesagt, na eigentlich will ich es nicht, weil ich bin ja mit der Hanna befreundet scheinbar, weiß nicht, wann das passiert ist. Und Hanna kommt safe hier rein. Safe. Und es wird ja auch so sein, ein kleiner Spoiler, ich meine, das hat ja jeder, der das gesehen hat, der weiß es auch. Und dann wird er auch zusammen natürlich ins Bett gegangen. Es ist ja nichts, glaube ich, passiert erst einmal, aber wenn aus 6 Promille plötzlich, wie viel wird sie gehabt haben? Eine? Also ich weiß nicht, ob die jetzt doll besoffen war, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall. Und du dachte ich mir so, der Typ ist 32 Jahre alt und Roxy ist 28. Das ist halt schon wieder so ein übelstes Klassenfahrtverhalten. So, ich weiß nicht, ob das einfach immer so ist, dass egal wie erwachsen man im privaten Leben vielleicht sein mag, wenn man da ist, in so einem, wie heißt das, so einer Konstellation in Mexiko, dass man einfach so komisch wird, aber. Nee, das Ding ist aber, Tessa, ich glaube, das ist auch so dieses Bild, was man noch hat. So mit 18 dachte man ja auch, dass Leute Ende 20 super erwachsen sind. So, ich werde jetzt bald 27 und ich fühle mich nicht super erwachsen. Und ich kenne auch Leute über 30. Ja, aber ich glaube, das ist dann einfach der Vibe, der so entsteht. Und ganz ehrlich, hast du dir das von Till durchgelesen? Sein Beruf ist Bademeister und Aquafitness-Trainer. Also ich bitte dich, es ist ja für den, der freut sich ja, dass er endlich mal wieder einen Job hat und du bist im Pool rumspringen kann. Ich hatte ja zwischenzeitlich das Gefühl, der ist dort nur der Barkeeper.
So. Ich, gut, machen wir mal weiter. Können wir mal kurz und jetzt, ich würde gerne zu, achso, willst du zu dem was ich nämlich, nee, was ich bei Till, ich wusste zwar Temptation Island und Bauer sucht Frau, aber was ich nicht wusste, dass er wohl auch mal bei Love Island war. Ja, das habe ich auch irgendwie mal ganz kurz mit aufgeschnappt, aber naja, da weißt du auch Bescheid, warum das keiner mehr weiß. Kommen wir zur nächsten Kandidatin, Lara. Und Lara kommt sogar aus Leipzig und ist auf jeden Fall mal was anderes. Lara ist Rapperin. So, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ich weiß es noch nicht, was ich so richtig davon halten soll. Ich bin so ein bisschen im Zwiespalt. Auf der einen Seite finde ich es auf eine Art cool, weil es halt mal was anderes ist. So. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber auch so, ich weiß nicht, ob es ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein für mich ist. Ja, aber also erstmal grundsätzlich muss ich aber sagen, dass ich es geil finde bei dem Cast von Ex on the Beach, dass da jetzt nicht nur auf Spindeldürre Frauen mit gemachten Titten, sorry, dass ich das gerade so gesagt habe, und gemachten Gesichtern geachtet wird, sondern du hast da auch noch so eine natürlichere dabei, wie die Celine. Du hast Lara dabei, na klar, ihre Lippen sind auch gemacht. Also du hast halt völlig verschiedene Personen dabei. Das finde ich schon mal an dieser Stelle Pluspunkt. Aber das war, glaube ich, bei der letzten Staffel auch schon so. Ich kann mich zwar jetzt nicht genau an ein Beispiel erinnern, aber da haben wir das auch schon gesagt. Na, Olivia und so, genau. Also da war das, also ja. Stimmt, ja. Dann, ja, Tommy 25. Was ist Sag mal bitte, was ist da denn los? Was ist denn das? Irgendwie ist er Franzose, wohnt und lebt aber schon übelst lange in Deutschland, kann aber trotzdem, also spricht irgendwie trotzdem auch komisch. Es ist wieder unser typischer Boy. Meine Eltern haben Hotels in Südfrankreich und ich gucke die Ladies einmal an und lache und dann kann man schon nach Hause gehen. Das und er war wohl auch schon bei einer TV-Produktion in Frankreich dabei. Okay. Und was habe ich gesagt? Nee, ja, ich habe in Frankreich dabei, Frankreich. Genau. Ja. Und weißt du, wie die Show hieß? Na. Les Princes et les Princesses de l'amour. Da weißt du Bescheid. aber den Typen finde ich auch ganz, ganz unangenehm, weil das ist so ein typischer. Henrik Stoltenberg-Vibes, Frankreich. Und er sagt auch, dass er noch nie verliebt war. Ja, das glaube ich. Nee, ich glaube das tatsächlich, weil der Typ wahrscheinlich einfach nur darauf bedacht ist, mit so vielen Frauen wie möglich die mal anzulächeln und dann mal gleich mitzunehmen. Das ist ja so easy für ihn, das ist kein Problem. Hey! Oh Gott! Ich hab hier noch so eine Sandra. So eine. Und die spielt gern PlayStation und schaut gern Fußball. Sehr klar. Also die finde ich bisher cool und das ist auch die. Ich spiele gern PlayStation. Also ich finde es geil, weil es halt mal wirklich was anderes ist. Aber es ist auch so ein komischer Fakt. So, okay, cool. Und man sieht auch in der Show, sie bandelt mit Tommy an. Obwohl sie ja anfänglich sagt, ich glaube, das war sie, die auch eher auf den südländischen Typen steht. Warum stehen denn immer alle auf den südländischen Typen, hey? Hey. Und in der zweiten Folge sieht man aber dann doch, dass ein bisschen rumgebusselt wird. Aber dann, zu der Szene möchte ich später nochmal kommen. Ja. Ja, wer kann es man über die nie sagen? Jetzt möchte ich aber deine Meinung. Sue, ich lasse lieber Taten als Worte sprechen. Sage niemals nein. Diogo 26. Ich komm überhaupt nicht klar. Wir kennen ihn ja aus auch Temptation Island VIP, glaube ich. Da hat er ja Pia verführt, die Freundin von Kelvin. Oder war das normal? Temptation? Das ist normal. Temptation. Du, ich sehe auch nicht mehr durch. Das ist normal, dass er die Pia verführt. Und die Staffel müsstest du auch damals geguckt haben. Das war die hab ich auch geguckt. Jahr. Da war ich noch nicht so drin. Die habe ich geguckt und da wirkte er noch nicht so schlimm wie jetzt. Da war er etwas zurückhaltender, so, oder zumindest wurde es nicht ausgestrahlt, falls er sowas Komisches von sich gegeben hat. Und wirkte eigentlich auch ein bisschen lieber und so fokussiert auf die Pia und so. Ich meine, wir haben ja auch schon gesagt, weil vielleicht haben die Verführer dann Cash bekommen, wenn sie es geschafft haben, die Person rumzukriegen. Ja. Weil das würde das erklären, warum er jetzt auf einmal komplett anders ist. Und ich finde ihn zum Kotzen. Ich finde ihn ganz, ganz schlimm. Ja! Ist wirklich schlimm. Ich kann mir nicht angucken. Und vor allem, der ist halt dann auch, wenn ich schon wieder lese, der ist erst 26 und macht dort so einen auf absoluten Baba, dieses Gemähre und immer so dieses. Ich krieg ja, ist cool, ist alles ganz locker. Oh, bitte halt doch bitte deinen Mund.
bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte einfach. Und dann war es auch echt nicht überraschend zu erfahren, wer seine Ex-Affäre ist. Denn die erste Ex kam auch direkt in der ersten Folge schon an den Strand gespült, möchte man sagen. Getragen. Getragen. Wer war es denn? Es war Melody Hase. Was macht sie denn da? Sie hatte mal ein kleines, also er sagt, es war ein kleines Techtelmechtel mit ihr. Sie sagt, es war schon kurz vor einer Beziehung. Bis er halt dann bei Temptation Island teilgenommen hatte und dort mit einer anderen gebumst hat. Hä, wer hat das gesagt? Wer hat denn das gesagt, dass ich das gemacht habe? Hat er, die Kameras haben es gesagt. Nee, war nicht so. Also so, es ist so ein bisschen so ein Marcel 2.0, aber noch nicht ganz so schlimm. Ich sage bewusst noch nicht. Es ist natürlich für ihn jetzt ein kleines Problem, weil er ja schon, bevor Melody kam, sich auf Selina gestürzt hat oder beziehungsweise andersrum, Selina auf ihn. Und die haben ja sofort nach, ich weiß nicht, 5 Sekunden rumgemacht, gekuschelt, gefummelt. Aber Selinas Motto ist ja auch, dass sie gerne dem Mann den ersten Schritt überlässt. Habe ich jetzt irgendwie gar nicht gesehen. Irgendwie war es für mich anscheinend nur eine Kaffeebohne, die er da gebraucht hat, weil es ging wusch direkt los, wurde dort rumgezüngelt und es wurde direkt am ersten Abend in den Shaka-Laka-Room gegangen. Wer denkt sich das denn aus? Können wir nicht beim Boom-Boom-Room bleiben, wie bei Are You The One? Warum denn jetzt Shaka-Laka? Ja. Ich fühle mich wie bei so einem Kindergeburtstag. Jetzt haben wir hier die Hände auf dem Rücken und müssen einen Apfel aus einer Wasserschale holen oder was? Aber Melody hat genau gleich gesagt wie wir, das ist ja voll eklig, da ist ja die ganze Zeit das gleiche Bett. Da will ich ja gar nicht rein. Aber um wie viel wollen wir wetten, dass wir Melody dort auch noch in Action sehen werden? Und zwar mit keinem geringeren als Diego, wer auch immer. Da können wir gleich mal noch mal kurz bei bleiben, weil Selina hat ja eigentlich auch so ein bisschen getan auf, ich bin eine lockere Frau und so, ist doch kein Problem hier mit Diogo, alles cool, easy going, wir kennen uns ja noch nicht lange. Dann kommt Melody, seine Ex, und sie schiebt einen übelsten Film. Ja, und wie war das? Wie ist das auseinandergegangen? Dann haben Diogo und Melody natürlich noch ein Date, ist ja ganz klar. Und sie kriegt zu Hause quasi einen kleinen Nervenzusammenbruch. Und Melody denkt sich auch so, wenn ich Diogo will, dann kriege ich den auch. Und ich dachte erst, naja, Diogo hat ja gesagt, ich habe gar keinen Bock auf die, wenn die kommt und so. Ich will gar nicht mit der zu tun haben. Meine Grenze, wo du mich anfassen darfst, gibt's eigentlich nicht. Die ist am Knie. Oh nee, die ist am Oberschenkel. Nee, die ist hier oben am Bauchnabel. Und dann hat Melody ja auch genau das bewirkt, was sie erreichen wollte. Nämlich, es wurde kurz auf die Tränendrüse gedrückt. Und dann musst du irgendwie, damit dringst du wahrscheinlich dann doch auch bei Diogo vor, der nämlich zurück zu Hause ist, so wie du es so schön gerade genannt hast. Und Selina nur noch mit so einer Faust begrüßt. Jo, was geht? Gott. Selina, der das ja eigentlich alles total egal ist. Hey, wir sind Friends, ist alles super locker. Was will ich denn halt mit dem? Muss es direkt ansprechen, was das jetzt hier gerade eigentlich sollte. Und Diogo meint, ja, sorry, ne, aber es ist halt auch eine Freundin und es ist ja menschlich und sie hat halt geweint und das muss man irgendwie auch ein bisschen mit Respekt behandeln. Ich dachte, was soll das denn? Wo kommt denn das jetzt her? Vor allem, ich musste das ins Ohr geflüstert. Ja, ich musste ja so lachen, weil er ja noch gesagt hat, als er nur Selina kennengelernt hat, ja, so dieses Gemachte und so, darauf stehe ich gar nicht und sind mir eigentlich total egal. Also wenn, dann Arsch und beides ist natürlich noch gut, aber natürlich ist total toll. Ja, ich hatte was mit Melody. Ja, aber ich fand auch, ich muss ehrlich sagen, ich fand erst Selina ganz cool. Und das hat aber genau, das hat für 30 Sekunden angehalten, weil dann hat, ich liebe das, wenn Menschen generell, egal ob Mann oder Frau oder divers, sich selber feiern. Absolut, ja. Hier, go for it. Aber die hat das auf so eine ekelhafte, unangenehme Art gemacht, dass ich so dachte, okay, jetzt an der Stelle mal kurz wieder 2 Stufen runterkommen. Denkt halt, sie ist die Allergeilste. Und wenn das dann im gleichen Atemzug mit Bodyshaming anderer passiert, ja, genau, bin ich halt komplett raus. Also mach doch anderen die nieder, nur damit du dich dann geiler fühlst. Du kannst dich ja auch einfach selbst geil darstellen und sagen, ich finde mich super, und ohne andere Leute runterzuziehen. Und das hat sie ja dann auch, als Melody kam, hat sie auch gleich gesagt, ich finde, die sieht total bekloppt aus und der Arsch und so. Wie, du kannst deine Meinung haben. Das ist alles im Ausland gemacht. Das fand ich so dumm. Das sieht ja aus, als wäre es im Ausland gemacht. Hä, na und jetzt? Selbst wenn? Also, es ist doch mir einfach nicht dein Scheißproblem. So, und da siehst du, die Frau ist 22 Jahre alt, ich sehe es ja gerade. Ja.
Mehr kannst du dazu nicht sagen. Ne? Ich glaube, da wird es auch noch richtig ordentlich Beef geben und wir werden da diese typische Reise miterleben, die man immer miterlebt. Zwei Frauen, ein Typ. Erst nimmt er die eine, dann nimmt er die andere, bis die beiden sich dann lieben und den Typen abschießen. Achtung, Spoiler. Dann noch irgendeine andere hier so finden kann. Die dann noch dazukommt. Es kam dann noch ein Typ, Halil, oder? Ja. Ja. Kam noch dazu und hatte erst ein Date mit der Lara und die Lara fand ihn eigentlich ganz geil. Er, sie eher nicht so. Ich hätte die beiden jetzt aber auch nicht so zusammen gesehen. Also, warum ich glaub, die das war auch von Lara einfach so ein, das war auch von Lara einfach so ein Ding, so von wegen, na, irgendwie brauche ich jetzt auch mal jemanden, weil die an Tag 2 ja alle schon komplett untervögelt sind und alle nur Bock haben. Also, naja, okay, gut, das war ja wahrscheinlich auch wieder 15 Tage Quarantäne vorher. Ja, und du merkst es ja auch bei Halil, dem dann gesagt wurde, Selina hat den Shaka-Shaka-Laka-Shiki-Shugi-Room schon eingeweiht und er gleich, das gefällt mir. Das gefällt mir, wenn die direkt so loslegt, ist genau mein Ding. Wenn die weiß, was die will. Nee, Halil, Spoiler, Selina glaubt, weiß noch nicht so ganz, was sie will mit ihren 22. Die springt einfach nur drauf. So. Wie sieht da auch, das muss ich jetzt, nee, wirklich, also für mich, Die erste Staffel, die hatte irgendwie noch so ein bisschen Charme. Die war schon auch asozial, das muss man jetzt einfach mal so sagen. Absolut asozial, aber die Leute, die jetzt in Staffel 2 sind, sie sind in der zweiten Folge schlimmer als alles, was in der ersten Staffel passiert ist. Und es macht mir keinen Spaß mehr. Nee, also ich muss auch sagen, ich bin in diese zwei Folgen irgendwie noch gar nicht so geil reingekommen wie das letzte Mal. Also ich hoffe irgendwie, es kommen noch mal ein paar Charaktere dazu, die das Ganze ein bisschen ausgleichen. Triggity wiggity wow. Triggity wiggity wow. Okay, alles klar. Die das Ganze noch ein bisschen ausgleichen werden. Auf jeden Fall wird es eine wilde Staffel. Es ist gleich meine Hallo. Was soll denn noch kommen, wenn die jetzt schon Melody dort reinhauen? Und Ende der zweiten Folge ist ja schon Shay zu sehen. Hallöchen. Ja. So, und da ist ja klar, was bei Roxy und ihm passieren wird. Also die tut jetzt so einen auf, nee, also das Ding ist durch. Ja, gibt ja ein Getränk und die landen im Chagalaga Wiggle Wiggle Room. Und dann habe ich noch eine Frage an dich. Sandra hat ja mit diesem Franzosen Tommy rumgeknutscht. Ja. Und dann ist sie aber mit Diogo kurz verschwunden. Zufällig auf die Toilette, wo anscheinend auch keine Kameras sind. Haben die schon mal ein bisschen angebandelt? Ich weiß es nicht. Nee, aber ich hatte irgendwie bei den beiden einfach so ein Vibe, so, ach komm, heute ist alles möglich und dann knutschen wir halt auch mal kurz auf dem Klo. Das Gefühl hatte ich. Also ich sag mal, es würde mich nicht wundern. Überhaupt nichts. Mich würde auch nicht wundern, wenn da einfach in einer Reihe Leute stehen und jeder wird einmal hier abgeknutscht nacheinander. Ist kein Problem. Wie so ein alter TV, so ein Showmaster, der so die Showtreppe runtergeht und die ganzen in BH gekleideten Frauen kurz abküsselt. Oh Mann. Aber was ich jetzt auch noch sagen wollte, es hieß ja immer bei Ex on the Beach, die Leute wissen nicht, dass sie bei Ex on the Beach sind und erst damals klar. Ich hab aber, warte mal kurz, das muss ich jetzt nochmal, um das hier richtig wiederzugeben. Ich habe was gefunden, weil die haben ja auch getan, die so, was ist, wenn wir hier bei Ex on the Beach sind? Haha, oh Gott, das wäre so schlimm. Nee, das glaube ich nicht. Und ich habe gefunden, wo ist das hier, dass Christina Dimitro, war die mal bei Ex on the Beach? Ja, war sie doch, in der ersten Staffel, hat wohl beim Clubhouse, keine Ahnung, dass die damals alle für ein Single-Dating-Format gecastet wurden. Und der also einen komplett anderer Titel hatte. Und als sie vor Ort waren und der Ex aufgetaucht ist, erst dann haben sie wohl wirklich gewusst, dass sie hier bei Ex on the Beach sind. Also vielleicht, ich meine, Christina kann auch Scheiße erzählen, aber vielleicht also stimmt es auch. Nee, das glaube ich wirklich tatsächlich nicht. Denn wir gehen nochmal zurück zu Are You the One. Als ich den Real Talk von Christina und von Jermaine gesehen habe. Und Jermaine hat auch gesagt, dass Christina ihn angefragt hat bezüglich Ex on the Beach, denn sie wurde angefragt dafür und sie hat auch gesagt, ey, die nehme ich aber nur, wenn du auch mitkommst, bla bla bla. Gut, aber vielleicht halt als, du hast ja trotzdem diese Gruppe am Anfang, die als allererstes da sind, vielleicht halt geht's um die, dass die diese Kerngruppe das nicht weiß, dass die anderen Leute das vielleicht wissen, ja, kann ja schon sein. Leute, wir wissen, es ist ja offensichtlich, dass hier Leute dabei sind, die bei TV Now und anderen Sachen arbeiten. Sonst wäre hier Carla Loth nicht aufgetaucht und andere Sachen.
Bitte schreibt uns, macht euch einen Fake-Account, dann können wir das nicht zurückverfolgen. Also, sagt uns jetzt bitte genau, was die Phase ist. Also die werden schon anders erstmal suchen mit einem anderen, unter einem anderen Titel und wahrscheinlich auch Single, blablabla. Aber wenn du dann einfach logisch denkst und mal drüber nachdenkst, dann ist dir ja klar, dass es dann wahrscheinlich nur Ex on the Beach sein kann. Also und ich glaube auch nicht, dass sie das erst erfahren, wenn diese dumme Lache vom Terror-Tablet losgeht. Das würde mich so nerven da drin, echt, ey. So, aber eine, also, wer war das, Lara? Hatte auch Angst davor. Ja. So, ich denke, es wird eine wilde Staffel. Ich hoffe auf ein paar Charaktere, die das nochmal so ein bisschen normalisieren. Und ansonsten bin ich gespannt. Bin gespannt, aber ich bin auch gleichzeitig ausgelaugt. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen wirklich alle danach, nach dem Sommer erstmal irgendwie in Therapie gehen. Mit so, Promis unter Palmen gleichzeitig, dann geht noch Kampf der Reality Stars los, das wird doch auch ein absolutes Schrei-Festival werden. Ist so. Und Ex on the Beach geht auch richtig lang, ne? Es geht bis Juni rein. Also da haben wir jetzt echt einiges zu tun, aber da lernst du die Leute wenigstens auch richtig geil kennen. Ja, also da bin ich dann selber gespannt, wenn wir uns unsere erste Besprechung dazu angucken und dann unsere letzte. Wir werden uns da schon alle ein bisschen reinfummeln. Für euch, heute ist Freitag. Ich wünsche euch erstmal schon mal jetzt ein schönes Wochenende. Habt ihr gestern unsere Breaking Trash-Folge gesehen? Denn da gibt es einen absolut geilen Cocktailnamen für euch. Flirty on the Rocks. Wir hoffen, dass ihr euch schon ein paar Flirty on the Rocks gemixt habt. Gemixt, was ist denn heute los? Ich weiß nicht, ich kann nicht mehr. Macht einfach, ihr trinkt doch alle einen am Wochenende. Und dann könnt ihr mal ein bisschen rumprobieren und haut's bei euch in die Story, markiert uns und dann gucken wir uns das an. Wir brauchen nämlich noch Vorschläge. Wir sind uns nämlich nicht ganz einig, aus was der Flirty on the Rocks besteht, außer auf jeden Fall was mit Eiswürfeln. Alkohol. Und Alkohol. So. Naja, ganz klar. Ihr könnt auch unalkoholisch machen. Hauptsache, ihr verlinkt uns. Folgt uns überall, wo ihr uns finden könnt. Bei YouTube, bei Instagram, bei TikTok und bei Spotify und anderen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr lieber ein bisschen was lesen wollt, mal wieder, dann bei Tag24, denn wir sind powered by Tag24. Klingt tipptopp und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch jetzt ins Wochenende zu schicken. Husch, husch. Denkt an den Flirty on the Rocks. Denkt dran, unsere Videos alle zu gucken und zu liken. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und genießt es, entspannt euch, atmet mal tief ein und aus. Seid so, wie ihr bleibt. Wir sehen uns nächste Woche. Es wird wieder wild. Ciao. Küsse eure Augen.